guten Morgen. Startet wie immer. Als du jetzt hier heute mal mit Chris Baumann, Crisis Core, geht's nach Wonneburg zum Nico. Der macht da heute CCG-Turnier und der hat eine coole Location. Sie nennt sich Hau den Lukas. Das feiere ich jetzt schon. Da bin ich mal gespannt, wie es da ausschaut, was wir da so machen können. Und jetzt sind wir erstmal auf der Autobahn, raus aus der Stadthalle, raus aus den ganzen Baustellen, die es da gerade gibt. Und auf nach Wonneburg. Na? Wo sind Sie? Freunde. Wir sind in Wonneburg. Ja, das ist hier Provinz, ey, sag ich mal. Das stand nicht auf der To-Do-Liste also, auf jeden Fall. Das ist dieser Haule Lukas hier, wo wir jetzt zocken, seht ihr da oben irgendwo. Das sieht aus, ey. Also mal gucken. Das ist so, weiß nicht, du hast hier einen Bauernhof und das war's. Mehr war hier noch nicht an Leuten, die wir gesehen haben. Und ich hoffe, dass auch ein paar Leute mit dem Zug das alles erreichen können, weil ich glaube, direkt an der Autobahn. Es war irgendwie cool für uns, ja. Wir mussten jetzt noch runterfahren, waren da. Nichts zu suchen. Wer ein Auto hat, beste Location, aber wer kein Auto hat, der muss gucken, wie er hierher kommt. Weiß nicht, mit Taxi hierher oder so. Oder? Naja gut. Wir haben es jetzt 9:45 Uhr. Bisschen später als gedacht, aber na gut, wir gucken mal rein, wer denn schon alles so da ist. Wir sind jetzt hier in der Location angekommen. Alle sind auch schon da. Und ja gut, schaut erstmal gemütlich aus. Wir können jetzt hier nicht ruhig werden hier. Schaut. Kannst du gerade mal erzählen, also in einer Stunde ist hier voller, denke ich mal. Und jetzt den Deko aufgebaut. Mal gucken, wie er sich schlägt heute. Max Schiedsrichter. Und ich kümmere mich um ein bisschen Videokram heute. Kaum an. Spiel heute nicht mit. Keine Lust. Erster heute geht los. Na? Ich darf gegen den Philipp. Was? Was spielst du? Hallo. Dann heute geht's los. Nico fängt sein erstes Turnier an. Sehr schön, dass ihr heute diese Übungsfälle
Haltestelle, deswegen Tische bitte nach Möglichkeit auf für euch, dass ihr mal wieder ein Turnier in der Region habt? Auf jeden Fall. Ja, es ist mal angenehm, nicht unbedingt hier überall quer durch die Pampa fahren zu müssen. Ja. Dadurch, dass es ja hier das erste Turnier ist in Ronneburg. Ja, mal gucken. Ich denke mal, es wird weitere Turniere geben. Nico hat ja schon ein T-Shirt machen lassen. Gut, ich muss mal noch schnell wegmischen. Dann geht's hier los. Erste Runde. Wir befinden uns in Runde 4. Ich habe erste Runde gegen Mörmel gewonnen, gegen Ina. Zweite Runde gegen gegen Marvin gewonnen. Dann gerade gegen Cosmo verloren, blau. Das war mal wieder ein tolles Spiel. Und jetzt spiele ich Runde 4 wieder gegen Cosmo, gegen Oliver. Und er führt 1-0. Ich habe gerade mal die Pause genutzt und ein bisschen. Tja, wir stehen hier alle 2-1. Und jo, geht's in Runde 2. Wir spielen Glück. Turnier ist gelaufen für mich. Da laufen die Top 8 ohne mich. Ja, ich bin am Ende 3-3 gegangen. Ich hatte dann noch gegen das Cosmo-Deck verloren, stand ich 2-2. Hab dann noch gegen Georgi gespielt, wurde aber runtergepaart. Der hat mir dann mehr oder weniger gegeben, obwohl er irgendwie gewonnen hat, aber naja, als er gemeint hatte, er will eh gleich gehen, ich krieg den Sieg, er will nur noch Spaß spielen, habe ich auch nicht wirklich nachgedacht und einfach ein bisschen Spaß gehabt mit ihm. Das war eine coole Runde, da stand ich 3-2 und letzte Runde durfte ich mal wieder letzte Runde gegen Burning Abyss, habe das leider verloren. Schade, schade, schade. Aber na gut. War irgendwie noch in Top 6 trotzdem drin, trotz 3-3, hab noch ein paar Höhen bekommen von CCG und die Top 8, Dimitri mit The Miles Matches Backer. Oh, gegen Glaurock. Cosmo. Dann haben wir Chris mit seinem Panel gegen noch einen Matchspektor von Chris, Chris gegen Chris Duell. Und dann hatten wir das T-Shirt Match. Marvin hat geschafft mit seinem Minerva gegen Q-Eyes. Und wer war denn hier die vierte Paarung in Top 8? Peter, hast du das mitbekommen, die vierte Paarung in Top 8? Wer hat hier gespielt? Wer war? Blauhof gegen Dimitri? Nee, die spielen ja noch. Die eine Paarung, die schon fertig ist. Torben gegen Johannes. Also Torben mit seinem Omega-Deck. Gegen? Johannes Bessel. Ach, der hat mich ja. Minerva irgendwas, ne? Ja, das ist ja, okay. Ja, wer hat gewonnen? Thomas haben wir gekriegt. Okay, also ein Minerva in den Top 4. Und das andere Minerva vielleicht auch in den Top 4. Weil ich spiele gerade noch. Spiel 2-3. So, dann bin ich jetzt mal auf einem PO von heute. Hallo. Nico, 39 Spieler für dein Debüt. Das erste Turnier. Ist in Ordnung, ne? Ja. Ist zu viel. Location ist cool. Essen, Trinken, alle versorgt. Und ich habe die Leute viel lachen gehört. Also ist die Atmosphäre hier auch sehr angenehm. Auf jeden Fall. Du hast ja schon ein T-Shirt machen lassen. Das heißt, es gibt weitere Turniere? Ja, nach Möglichkeit alle 2 Monate. Also ja. Im Dezember geht dann das nächste los. Hm? Genau einen Termin, da geht es dann auch. Okay, ja. Ich halte euch auf dem Laufenden, was hier in Ronneburg passiert. Also ist eine große Spielerszene hier. Und die müssen wir noch alle wieder aktivieren. Ne? Die schlafen alle irgendwo. Oh ja. Gonji, schöne Grüße an dich. Ich fehlst dir heute ein bisschen. Ah, naja. Willst du auch was? Höchst Atzen jetzt. Und dich habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ewig? Ja, da war schon ein Pimpfner. Ja, du kommst schon viel. Du aber auch. Ja. Naja, vielleicht sehen wir dich ja mal wieder in Halle. Ja, na? Fleißig am Karten aushöhlen. Dafür muss ich mich mal bedanken. Und hier auch. Ah, fleißiger Arbeiter, ja. Unbezahlt. Unbezahlt. Na, du hast ja gerade Geld verdoppelt. Genau. Gut. Und die Leute, die Höhlen brauchen. Ja. Wie seid ihr am Ende gegangen? Hat es Spaß gemacht? Ja, und? Ja, bis 3-3. Ja. Ah, das lief ja heute nicht so gut, ne? Nee. Na ja, gut. Alles klar. Dann so viel von diesem Wetter.